Ja, es gibt zwei neue Apple Watch Armbänder, zwei neue Pride Apple Watch Armbänder und die müssen wir uns unbedingt anschauen. Aber ich dachte mir, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, machen wir doch einen kleinen Rückblick, eine kleine Retrospektive in meine Apple Watch Armbänder Sammlung. Ja, ich habe die vergangenen Regenbogen Armbänder mitgebracht. Nein, ich habe nicht ganz alle, aber ich habe immerhin 5 Stück inzwischen zusammen und ich dachte, wir schauen sie nochmal an und ich montiere sie auch nochmal. Und falls ich nicht mehr ganz so sattelfest bin, welches ist, gibt es ja die wunderbare Bandbreite-App. Und da kann man zum Beispiel, da ist ja jedes Apple Watch Armband drin erfasst. Eine unglaublich coole Arbeit von den Leuten, die das machen. Und da können wir dann immer nachschauen, welches Armband welches ist. Das erste ist ja das hier. Das hat Apple gar nicht auf den Markt gebracht. Das ist das Pride 2016. Das haben sie nur für Mitarbeiter gemacht. Erkennt man daran, dass es am Rand ins Blaue hinausläuft. Das war 2016. 2017 haben sie dann eine öffentliche Variante davon gemacht, die dann eben hinten ins Violett läuft. Und das ist das da hier. So schaut's aus. Ja, die hat Apple wieder aus dem Sortiment geworfen, diese getrennten Nylon-Armbänder. Ich habe schon ewig keins mehr getragen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gleich selber gespannt, wie sich die heute noch tragen. So. Ja, so hat das 2017 ausgeschaut. Ich bin ja überrascht, wie bequem diese Nylon-Armbänder noch sind. Ich habe die ein bisschen vergessen. Ich mochte die damals auch nicht so, weil sie so ein bisschen sterrig waren und ja nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich wollte ja eher etwas, was so im NATO-Stil daherkommt und das waren sie irgendwie nicht. Der Kollege Malte Kirchner ist ja so großer Fan dieser Nylon-Armbänder. Das war das Jahr 2017. Gehen wir ins Jahr 2018, da kam dieses ja, leichtere dazu, auch wieder Nylon. So. Erstaunlich, wie gut die Schließe zur heutigen Titanuhr passt. So, das war 2017, ich muss mal nachschauen, ob 2017 noch ein zweites Band kam. Gab es zum einen das hier. Nein, da gab es noch kein Nike. Wann kam das erste Nike? Das war 2020 gab es eins. 21. Natürlich dieses Jahr. Nein, die Nike-Bänder kamen später. So, 17, 18, jetzt kommt 2019 und da haben sie zum ersten Mal das Klettverschlussarmband als Regenbogenarmband rausgebracht. Von den Farben sehr ähnlich wie das von 2017. Einfach die klassischen Farben. Schnell montieren. Und wir gehen jetzt gar nicht groß auf die Debatte ein, wie man sie richtig trägt. Ich empfehle sie immer so zu tragen, dass man das Band nach vorne nach hinten, also einfach von sich wegschließt, so muss man sagen. Das ist der doppelte Teil hier und der einfache Teil hier. Ich finde sie so deutlich bequemer und wenn der doppelte Teil hier ist, mochte ich sie nie so besonders. So schaut das Klettverschlussteil aus. 2019. Jetzt kommen wir schon zu 2020, meinem großen Favoriten, meinem Liebling unter den Regenbogenarmbändern, dem hier. Ich finde das wirklich großartig. Das haben sie damals im selben Jahr schon mit der Black Unity Uhr haben sie das vorgeführt, dass sie verschiedene Gummi-Elastomer-Bändchen zusammenbacken können. Es gibt einen wunderschönen Effekt, weil es nicht perfekt ist. Man sieht es ja überall, wie es so ein bisschen ausfranst, ineinander übergeht. Ich finde das unglaublich sympathisch.
gerade für eine Firma, die sich sonst lobt, dass sie auf Mikromillimeter und alles präzise arbeiten können. Ich mag diese unperfekten Armbänder. Sie wirken so, ja, so lebendig. Ich mag die wirklich sehr. Und jetzt merke ich gerade, dass ich das falsche Ding mitgenommen habe. Ja, apropos unperfekt, ich auch. Das sind das lange und das kurze, aber ich sollte irgendwo die Schließe doch haben. Ja. Glück gehabt. Auch noch montieren. Ich finde, passt auch hervorragend zum diesjährigen Zifferblatt. Und da wir 2020 sind, müsste es jetzt auch eine Nike-Variante davon geben. Ich glaube, dum. Woven Nylon, Woven Nike, da. Stimmt, das fehlt in meiner Sammlung. Da gab es dieses Nike-Armband. Ein weißes Armband mit Regenbogenpunkten oder Löchern. Das war sehr, sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, der Kollege Jean-Claude hat das. Bei ihm habe ich es mal in echt gesehen. Sehr schön geworden. Auf jeden Fall, das war 2020. Weiter im Text. Kommen wir zu 2021. Und da haben Sie ja dieses geflochtene Nylon zum Regenbogenband gemacht. Ausgesprochen aufwendig, da die verschiedenen Fäden so zu weben. Mir gefällt es auch sehr gut. Das ist meine Nummer 2 von den Regenbogenarmbändern bis jetzt. Tragen sich halt unglaublich bequem, diese geflochtenen Armbänder. Ah, wieder Pin. Passt auch sehr gut zum Zifferblatt, muss man sagen. Also dieses Zifferblatt, anfangs war ich ja ein bisschen skeptisch und dachte, man kann es nicht so gut ablesen. Inzwischen kann ich es sehr gut ablesen. Der Trick ist ein bisschen, man sollte den Arm nicht zu nah beim Gesicht halten. Je weiter weg man drauf guckt, desto besser kann man es ablesen. Und weil es sich ja bewegt, erkennt man die Uhrzeit auch viel besser, als man denkt. Aber klar, ist jetzt nicht ein wahnsinnig funktionales Zifferblatt. Komplikationen hat es ja auch keine drauf. So, das war die kleine Retrospektive der Apple Watch Armbänder mit Regenbogenfarben. Machen wir die mal ein bisschen zur Seite und kommen zu den neuen. Wir haben einmal das dunkle Nike und einmal das helle Nicht-Nike mit dem Schriftzug. Ich bin unglaublich gespannt auf diesen Schriftzug, wie der ausschaut. Apple ist da ganz stolz drauf, das Verfahren sei speziell, man habe da irgendwelche Fäden entfernt oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so speziell ist, weil bei den Nike-Armbändern gab es das ja auch schon. Die haben ja auch Nike-Logos und Schriftzüge drauf, also wir schauen. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Nike an, dem klassischeren der Zweien. Es sehr dunkel. Ich habe es mir nicht so dunkel vorgestellt. Ich dachte, auf den Fotos ist es vielleicht ein bisschen dramatisch dunkel. Ist es nicht wirklich sehr ein dunkles Armband? Auch die Klettverschlüsse sind schwarz hier hinten. Gefällt mir in echt viel besser, als ich dachte. Ich dachte ja, dieses Jahr sei es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. So ein bisschen Rückschritt nach den zwei Frechen von 2020 und 2021. Ich habe mir ja sogar ein Lederarmband gewünscht oder irgendetwas ein bisschen mutigeres. Stattdessen die zwei Klettverschlussarmbänder, die doch ein bisschen konventionell ausschauen auf den ersten Blick. Aber ich muss sagen, das Dunkel gefällt mir viel besser, als ich dachte. Ja, mal anziehen. Ja, und das passt natürlich dann perfekt zum Zifferblatt. Die anderen haben schon gut damit ausgeschaut, aber das hier stimmt nochmal besser.
Ja, und hier müssen wir jetzt auch nicht den üblichen Schnipptrick machen, wo ich da das Armband am Wochenende ausprobiert habe oder so. Nein, es sind ja die klassischen Klettverschlussarmbänder, von denen habe ich schon mehrere sehr, sehr oft und Tage, Wochen, Monate lang getragen. Es sind einfach so bequem, trocknen schnell. Ich mag die sehr. Ich verstehe auch, warum Apple die getrennten Nylon-Armbänder aussortiert hat, weil sie halt wussten, jetzt kommen die Klettverschlussarmbänder. Und die machen eigentlich dasselbe, nur sind sie einfach eine ganze Spur besser. Also das Dunkle ist wirklich schon mal ein Hit, muss ich sagen. Bin ich überrascht. Jetzt bin ich auf das Helle und vor allem den Schriftzug gespannt. Obwohl, ich muss ja die Uhr nicht abziehen für das Unboxing. Hier sieht man es nochmal. Hier ist der Schriftzug schon angedeutet. Mal schauen, wie der in echt ausschaut. Ups. Schwupps. Das ist lustig. Da haben sie wirklich die Klettverschlussfäden haben sie entfernt, um diesen Schriftzug hinzumachen. Wenn man mit dem Finger drüber fährt. Ja, man kann wirklich den Schriftzug mitfahren. Prime. Ich glaube, bei den Nike-Armbändern haben sie es nicht so gelöst, aber ich habe gerade keins zur Hand, um zu vergleichen. So schaut es hinten aus. Ich muss sagen, auch das ist im Alltag, wenn man es anschaut, viel, viel mutiger und origineller, als ich dachte. Ich dachte auch, dass so ein bisschen, ja, nochmal ein Aufguss von dem hier. Aber ist es gar nicht, weil sie halt die Regenbogenfarben haben und dann oben drüber diese Klettverschlussfäden, die weißen, gibt so einen lustigen Transparenzeffekt. Sieht man hier auch ganz gut. Aber wir müssen es mal noch montieren. Mal gespannt, wo der Schriftzug dann ankommt. Ah, der ist hier hinten natürlich, wenn man es so trägt wie ich. Ob ich den überhaupt sehen werde? Ja, wenn man die Uhr so trägt wie ich, ist der Schriftzug natürlich dann hier hinten. So schaut es am Arm aus. Kann ich den Arm so weit drehen, dass der Schriftzug ins Bild kommt? Ja, ich schaff's. Aber ja, der schöne Schriftzug ist ein bisschen verloren, wenn man die Uhr eben so trägt wie ich und nicht so, wie es Apple vorschlägt. Das ist ein bisschen Pech. Aber auch sehr schön. Legen wir sie mal noch alle nebeneinander für ein großes Gruppenfoto oder Gruppenvideo. So, dann. Haben wir nochmal 2017, 18, 19, 20, 21 und 22 zweimal mit dem lustigen Schriftzug, den sie da ausgefräst haben. Ja, das war es also, das Unboxing der neuen Regenbogenarmbänder. Nein, eben wie gesagt, großen Test müssen wir nicht machen, sind die üblichen Klettverschlussarmbänder, die es wie gesagt ja schon ein ganzes Weilchen gibt und sind ja nicht mal die ersten Regenbogen-Klettverschlussarmbänder. Also von daher müssen wir da wirklich nicht mehr weiter testen. Sehr bequem, sehr, sehr schön und im Alltag finde ich sie wirklich schöner, als ich erst dachte. Ich dachte ja wirklich so ein bisschen unmutig von Apple dieses Jahr.
Aber wenn man sie sieht, sind sie viel mutiger und harmonieren auch großartig zusammen. Also sind ein bisschen wie Yin und Yang. Einerseits hat man das weiß schimmernde und dann andererseits hat man das sehr, sehr dunkle. Wenn man jetzt zwei Apple Watches tragen würde, sähe es sicher toll aus, wenn man diese beiden Armbänder nutzen würde. Aber zwei Apple Watches sind dann doch ein bisschen gar viel. Und ein bisschen gar viel ist auch die Zeit, die Raphael hier vertrödelt hat, um über zwei neue Armbänder zu sprechen, wenn sich die Leute wieder beklagen. Wie kannst du so lange darüber sprechen? Naja, geht halt. Ich mag halt Armbänder. Und ja, es wird dann auch wieder Reklamationen geben. Wie kannst du so lange über diese Regenbogenarmbänder sprechen? Ich finde immer, ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Und zweitens, wenn sich Leute so darüber ärgern, ist Apple nicht ganz im Unrecht, dass sie da wirklich solche Armbänder machen und dass solche Armbänder existieren. Belegt sich immer ein bisschen dadurch. Ja. Nein, da sollte man sich wirklich nicht drüber ärgern. So, ärgern sollte man sich sowieso nicht und wenn man es trotzdem macht, kann man gerne Daumen nach unten drücken, falls man es großartig gefunden hat oder mindestens nicht schlecht. Daumen nach oben, falls ihr noch Fragen habt zu den Regenbogenarmbändern, zu Armbändern im Allgemeinen oder zur nahenden WWDC, ruhig unten in die Kommentare schreiben. Und nicht vergessen, Abo abschließen für diesen Kanal. Dann verpasst ihr weder den nächsten Livestream noch die Berichterstattung über die WWDC. Und da geht es dann wohl nicht um Uhrenarmbändern. Also dann bis zum nächsten Mal.